Hallo, herzlich willkommen. Nächste Rad. Ein Mountainbike, wieder mal. Ich habe viele Mountainbikes. Ich mache ja mehr mit Mountainbikes als mit Rennrädern. Wenn die meisten ja schon mitgekriegt haben, die so ein bisschen auf meinem Kanal den Livestream verfolgt haben im letzten Jahr. Ja, hier eins, was schon 6 Jahre bei mir auch steht, was ich relativ früh auch aufgebaut habe, zerlegt habe und eben wieder gereinigt und alles wieder zusammengebaut hatte. Das ist jetzt bald wieder fällig, also reinigen auf alle Fälle. Allein schon wegen dem Staub hier drauf. Ja, schaut es euch an. Wow. Schnasi-basi. Wir fliegen einmal drum rum ums Objekt. Ja. Schön. Das sieht fantastisch aus. Eine fast komplette LX-Ausstattung ist drauf, ja. Also sprich, wir haben LX-Laufradsatz hier drin verbaut. Da steht's. Ja, kein Quatsch. Wir haben LX-Bremsen daran verbaut. Hier steht's. Kein Quatsch. Wir haben eine LX-Tretkurbel und ihr wisst ja bereits, da steht's. Kein Quatsch. Und natürlich haben wir auch ein LX-Schaltwerk und einen Umwerfer. Auch da steht es überall drauf, also kein Quatsch. Das Einzige, was nicht LX ist, ist die Schaltbremskombination. Die ist eine Stufe schlechter, siebenfach der Unterschied zur LX ist, da steht es nicht drauf, also Quatsch. Ja, nein, ist natürlich trotzdem wertig und funktional. Funktioniert das Ganze. So, zum Rahmen. Stahlrahmen gemufft. Also auch was Seltenes heutzutage oder beziehungsweise teures heutzutage. Damals hat man das halt gemacht. Gerne, es muss so Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre muss das sein. Wahrscheinlich Anfang 90er, 92, tippe ich mal. Stahlrahmen gemufft. Der in lila-schwarz gehalten. Das war für Herkules typisch. Es ist aber kein Herkules-Rad. Das ist es nicht, weil Herkules-Räder hatten nicht diesen Rohrsatz. Denn das ist ein Tangel-Rohrsatz. Da steht's, also auch wiederum kein Quatsch. Ja, Tangel hier, Tangel da, Tangel auch in Afrika. Tangel kam aus Japan und war ein leichter Mountainbike-Rohrsatz. Also ist es schon was Besseres. LX-Ausstattung, Tangel-Rohrsatz ist gleich etwas Besseres. Es ist nichts Billiges, kein Baumarktrad oder dergleichen. Jo, was bleibt noch zu sagen? Pedalen, alte, gebrauchte von Sakai. Oh, die laufen aber gut. Ja, schön trocken. Oh, Sattel, naja, ist halt dran. Also mit der Konstruktion, in der Art und Weise, Bauweise heutzutage ein Rad, Stahl gemufft, mit dem Tango-Rohrsatz kostet, glaube ich, 400-500 € der Rahmen. Und ohne Anbauteile. So, hier hat man das Rad komplett. Ich wollte dafür immer 300 € haben im Laden. Da steht's. Und ihr wisst ja, wenn es da steht, ist es genau. Und ja, wie gesagt, wenn es die Hälfte bringt bei eBay, bin ich zwar nicht zufrieden, aber nicht ganz so traurig. Bei mir steht es nur rum. Ich krieg's jetzt im Moment irgendwie, ist das Publikum nicht da dafür. Ich werde es vielleicht bereuen in 2, 3 Jahren. Da kommen sie, rennen sie mir die Bude ein. Oh, hattest du doch immer so geile Mountainbikes, wo sind die alle hin? Habe ich sie alle verkloppt. Kann alles möglich sein, aber so ist es dann halt, ne? Ich muss immer vorwärts denken. Ich kann nicht immer jetzt jahrelang aufheben. Davon werden sie nicht besser. Das sieht man ja hier auch. Na, also die Reifen, die waren ja mal neu. Ja, die stehen sich kaputt im Keller. Die sind zwar immer noch neu, also jetzt bin ich vielleicht paar Kilometer gefahren mit den Dingern, sind halt nicht so dolle mehr. Gummi steht sich auch kaputt und überarbeiten sollte man nicht auch das Ganze wieder. Schalthebel funktionieren einwandfrei, muss man nicht machen. Geht schwer. Also wenn man jetzt die runter ist, so wie heute, dieses Easy Fire oder was, wurde ja dann irgendwann eingeführt, Mitte der 90er Jahre, wo die Hebel ganz leicht zu bedienen waren und dann kommt jemand an
Und hatte ich letztes Jahr gehabt zum Beispiel und wollte so ein Rad kaufen. Weil sie sagt, ja, die Schalthebel, die sind so schwer, da muss man ja richtig drücken. Leute, ihr seid es einfach nicht mehr gewohnt. Es ist damals so gewesen. Da war eine richtig fette Feder drin, ja, und die musste man halt mit dem Daumen bewegen. Das ist nicht so wie beim Daddeln mit dem Handy heutzutage, alle klicki, klicki, klacki und so. Und man hat überhaupt keinen Anschlag mehr. Das ist wie Tastatur und Schreibmaschine. Es ist halt so. Es sind beides Tasten, aber man muss sie richtig drücken. Hier genau das Gleiche, man muss die richtig drücken. Die muss man auch bewegen können. Na? Wer das nicht kann, Pech gehabt. Er soll sich meinetwegen irgendeinen neuen Schrott daran bauen oder so, aber das hält hier. So was hält ewig. Und wenn es nicht mehr hält, kann man es immer noch reparieren. Das ist das Schöne daran. Deswegen mag ich diese alten Räder. Jo, das war's schon wieder von diesem Rad. Ein wunderschönes Rad auf alle Fälle. Auf dem Laufenden bleibt er nur, wenn ihr abonniert und oder eben täglich reinschaut. Und dann werdet ihr sehen, ob neue Räder zur Verfügung stehen, die dann im Netz stehen, bei eBay. Könnt ihr auch gerne unter Beobachten gehen oder so. Aber schaut euch immer die Videos dazu an. Das ist wichtig, das ist eine Zustandsbeschreibung auf alle Fälle. Man hat einen besseren Einblick. Ich weiß selber, wie sehr mich das immer angekotzt hat, wenn ich habe ja auch viele Räder mal auch schon bei eBay gekauft. Ja, und blind dann halt im Grunde genommen. Man sieht nicht richtig, was das ist. Man kann nicht jedes Mal vorbeigehen bei den Leuten und sich die angucken, wenn die da irgendwie 200, 300, 400, 500, 600 Kilometer weit weg sind. Bei teuren Rädern habe ich es gemacht, bin ich einfach hingefahren, habe es dann auch meist gekauft. Aber bei eben zu 100, 200 € Rädern, da lohnt sich die Fahrt von 100 € dahin meist nicht. Ja, deswegen, das wäre mir denn zu teuer. Ja, ihr habt da eine kleine Zustandsbeschreibung. Schönes Rad auf alle Fälle, den Hersteller lässt sich nicht mehr rausfinden, kann ich euch nicht sagen. Auf alle Fälle toll. Viel Spaß beim Bieten, viel Erfolg beim Bieten. Wir sehen uns morgen mit dem nächsten Rad. Bis dann, ciao.